Ich liebe True Crime Podcasts. Da gibt es ja ganz schön viele in Deutschland gerade, ist ziemlich in heutzutage. Ja, warum eigentlich? Ne, ist die Faszination so an dem, was Menschen machen können und eben auch, was Menschen so Böses machen können und wie man den Verbrechern dann auch auf die Spur kommt, wie sie überführt werden, was für Geschichten dahinter stehen. Ja, so ein Krimi. Und das Faszinierende ist natürlich auch, dass es nicht nur eine Geschichte ist, nicht nur ein Kinofilm, nicht nur der Tatort im ZDF, sondern es ist eben ein Real Life, True Crime. Es ist eben Wirklichkeit. Es ist wirklich so passiert, wie es da erzählt wird. Und wir sind geschockt. Und ich bin auch geschockt. Was für Abgründe ja in den Menschen ja drin sind. Ich meine, man muss ja nicht mal irgendwie an True Crime nur allein denken. Jetzt gerade in Zeiten des Ukraine-Krieges, relativ zu Beginn, hat man sehr viel gehört von Kriegsverbrechen, was da gemacht wurde, Grausamkeiten an Männern, Frauen und auch Kindern. Man muss auch gar nicht irgendwie jetzt nur an Kriege denken. Man muss einfach nur mal die Regionalzeitung aufmachen, was man liest, wo wieder etwas geklaut worden ist, wo es wieder eine Messerstecherei und so weiter. Und ich muss auch gar nicht irgendwie in die Regionalzeitung schauen. Ich muss auch einfach nur so in mich selber hineinschauen. Manchmal, da bin ich schon erschrocken über meine eigenen Gedanken über andere Leute oder meine Gefühle über andere Leute, wo ich manchmal richtig erschrocken bin. Irgendwie, hast du das wirklich gedacht, Stefan? Oder wo kommt das auf einmal her? Gut, dass niemand meine Gedanken irgendwie lesen kann. Ja, was da diese Abgründe sind, die dunklen Seiten der Menschen, das nennt die Bibel, das nennt der christliche Glaube. Achtung, jetzt kommt ein altes Wort, ein unbeliebtes Wort. Sünde. Sünde. Ja, verbinden wir heute eher mit so Niedlichkeiten irgendwie. Ja, wenn du zu viel Eis isst, dann ist es eine Sünde an deinem Körper, weil du sammelst Kalorien an, ein Verbrechen gegen deinen eigenen Körper oder ja, kleine Sünden, die ja, die werden nicht angerechnet. Es gibt die Notlüge, es gibt die Notsünde. Also Sünde wird heute schon verniedlicht in der Bibel und im christlichen Glauben. Da ist es gar nicht so niedlich. Da geht es eher so in diese True Crime Richtung. Also es wird schon ernst genommen irgendwie. Es wird wirklich ernst genommen, dass im Menschen eben nicht nur Gutes ist, sondern dass da eben auch eine dunkle Seite im Menschen ist. Oft hört man ja eben, der Mensch ist grundsätzlich gut. Und das ist meiner Meinung und auch laut christlichem Glauben genauso wenig richtig wie die Aussage, der Mensch ist grundsätzlich böse und verdorben. Die Wahrheit liegt auch hier ganz oft in der Mitte. Sünde laut Bibel hat ja erstmal auch gar nichts zu tun mit etwas, was wir tun. Irgendwie, wir klauen etwas, das ist Sünde, wir ermorden jemanden, das ist Sünde, ja, wir handeln nicht nach den 10 Geboten, das ist Sünde. Nee, das deutsche Wort Sünde, das kommt ja von Sund. Also wie so ein Graben, ein unüberwindbarer Graben von Seite A zu Seite B, da kommt man nicht rüber auf die andere Seite. Sund, Sünde, und so ist das eigentlich auch ein ganz gutes Bild für das, was die Bibel mit Sünde meint. Das ist so diese Trennung von Gott. Ich meine, die Trennung von Gott, der Liebe in Person, der Güte schlechthin. Und wenn ich weg bin von dieser Urliebe schlechthin, also von Gott schlechthin, von dieser Urgüte, von dem Guten schlechthin, dann entsteht Böses. Dann passiert eben Dinge, die eben weg sind von der Liebe, die eben nicht aus dem Guten herauskommen, sondern vielleicht eben genau aus dem Gegenteil herauskommen. Also laut christlichem Glauben, laut der Bibel, da ist Sünde zuerst ein Beziehungsbegriff. Also es ist eine Trennung zwischen mir und zwischen Gott. Und daraus entsteht letztendlich so das Böse. Ich meine, klar, das ist so die theologische Sicht darauf. Wir wissen irgendwie ganz klar, irgendwie Böses entsteht ja ganz oft, hat ja auch ganz viel damit zu tun, was mir selber passiert ist in meiner
in meiner Kindheit irgendwie, wie du geprägt wurdest, so bist du selber auch. Es hat ganz viele psychologischen Ursachen. Es hat manchmal sogar auch irgendwelche krankhafte Ursachen irgendwie so. Da sind auf jeden Fall ganz viele Ursachen, warum einfach Böses passiert. Und eine theologische Ursache, also laut Bibel, laut christlichem Glauben, da ist es so diese Sünde, die Trennung von Gott. Und das spielt da definitiv auch mit rein, warum da Abgründe im Menschen sind. Und andersherum muss man sagen, je näher ich an Gott dran bin, ja, desto mehr Gutes fließt einfach durch mein Leben, desto mehr Liebe fließt durch mein Leben, denn ich bin verbunden mit der Quelle der Liebe und der Quelle des Guten, nämlich eben mit Gott. Ja, wir denken so an die Geschichte schlechthin. Adam und Eva, ne, die erste Sünde sozusagen. Kennen ja viele Leute diese Geschichte mit dem Apfel, der ja wahrscheinlich gar kein Apfel war, der da gegessen wurde. Und die Schlange, ein Bild für das personifizierte Böse, personifizierte Versuchung. Ja, der Teufel eben, der versucht. Und da ist es zuerst ja auch so, dass alles happy war im Garten Eden. Gute Beziehung mit Gott, Liebe, Freude, Friede, Eierkuchen. Und dann passiert innerlich schon diese Trennung von Gott. Und aufgrund dieser Trennung von Gott, also ausgelöst durch die Versuchung oder den Versucher in Form einer Schlange eben, hat Gott wirklich gesagt, sagt da die Schlange zu Eva, also Zweifel werden gesät an der Güte Gottes, an der Liebe Gottes. Und daraus entsteht dann letztendlich ja die Tat, also das Böse, die böse Tat einfach. Da kommen einfach die Abgründe in Menschen dann einfach zum Vorschein. Und der Apfel wird gegessen, was nicht gemacht werden soll. Das Gebot wird gebrochen, das Gesetz wird gebrochen. Ja, und eine Lösung ist erstmal lange nicht in Sicht. Also müssen wir jetzt damit leben, einfach der Mensch ist böse, das sind die Abgründe, alles blöd und so. Nee, laut Bibel gibt's da schon eine Lösung und diese Lösung ist Gott selber, Jesus Christus selber. Im 1. Johannesbrief, da schreibt der Apostel Johannes was ganz Schönes, im Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Was mir an diesem Vers so gefällt, ist einmal dieses, Gott gibt eine Antwort auf unser Problem, auf unsere Sünde, auf unsere Abgründe, auf das Dunkle in uns. Und das ist Jesus Christus, der eben aufgrund des Bösen in uns ausgelöst, verursacht durch das Böse in uns am Kreuz stirbt. Jesus ist die Antwort auf diese Abgründe, das Dunkle in uns. Und unser Job ist, ja, wenn wir unsere Sünden bekennen. Also wenn wir das wirklich aussprechen, wenn wir zu Gott sagen, hey, und das ist in mir drin, dieses Dunkle ist in mir drin. Wenn wir das bekennen einfach, dann will Gott einfach auch ein Arzt sein und Heilung schenken. Er erweist sich als treu und gerecht, heißt es da. Er wird unsere Sünden vergeben, also er vergibt unsere Sünden. Also die Beziehung zu Gott ist wieder in Ordnung. Er vergibt uns, das ist ein unbeschriebenes weißes Blatt, also alle Sünden wurden gelöscht. Und das andere, er wird uns reinigen von allem Bösen. Also so wird es eben auch ganz praktisch. Reinigen von allem Bösen, das heißt für mich, er wird uns einfach helfen, ein gutes Leben zu führen. Er wird uns wieder hinführen zu dieser, ja, zu Gott selber, zu der Liebe, zu der Güte, damit einfach Liebe und Güte durch unser Leben fließen können, uns heilen können, uns gesund machen können von vielleicht so manchem Schlimmen, was wir früher erlebt haben, wie wir geprägt worden sind, was uns dazu führt, dass einfach wir ja Abgründe in unserem Leben sehen, die einfach auch teilweise sichtbar werden durch unsere Taten und seien sie noch so schlimm. Gott reinigt uns von dem Bösen, ganz praktisch. Er hilft uns einfach, dass das Böse, dass die Sünde, dass die Abgründe, das Dunkle immer mehr verschwindet in unserem Leben. Und das macht Jesus selber. Jesus ist der, der es macht, mit mir gemeinsam. Wie ein guter Coach, wie ein guter Trainer nimmt er mich an der Hand. Ja, wie ein Arzt einfach gibt er mir die Medizin und die Medizin, die ist er selber. Sodass einfach Güte und Liebe Gottes durch mein Leben fließen können durch die Beziehung mit Jesus. Durch die Beziehung mit Gott, durch Jesus. Ja, manchmal, da
sind wir schockiert über die Abgründe in anderen. Was wir da hören in den True Crime Podcasts oder in den Filmen auf wahren Begebenheiten oder einfach was wir lesen in der Tageszeitung, was nur ein Dorf weiter von uns passiert ist und manchmal auch in uns selber. Gott sei Dank, Jesus ist die Antwort. Die Antwort auf die Sünde, die Antwort auf die Abgründe, das Dunkle in unserem Leben und auch für die ganze Welt. Gott sei Dank gibt es ja eine Medizin für das Böse. Gott segne euch. Mein Name ist Stefan von Projekt K, Kirche für Freiham.